Stimme für Erfolg, Episode 073. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit den Hamunix. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Klang, Ausdruck, Branding und noch viel mehr. Mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke und wenn du mehr über mich wissen willst, dann besuch mich auf meiner Webseite www.stimme-klang-haltung.de. Barbershop singen ist ja nicht nur Gesang hören. Man sieht ja auch wahnsinnig viel bei euch. Also ihr habt tolle Formationen, ihr habt tänzerische Darbietungen, Schauspiel, Storytelling auf der Bühne und ihr habt immer, immer andere Kostüme. Ja, und das ist natürlich auch wichtig fürs Auge, weil ich weiß, dass manchmal bei Chören, also die stocksteif halt dastehen, weil es halt, was weiß ich, klassische Chöre sind oder sonst was, dann wird man manchmal, denkt man schon mal, wird man so ein bisschen ermüdet vom Zuschauen, aber das ist bei euch überhaupt nicht der Fall. Und damit das auch in Zukunft nicht der Fall ist, glaube ich, haben wir hier die Uta Siebert. Und die Uta Siebert, du bist zuständig für die Bewegungen, für die Kostüme, kann man das so sagen, für die Choreografie und für, ja, für Storytelling auf der Bühne, was ihr so alles damit erzählen wollt mit eurem Song. Genau, also ich bin quasi in so einer Schnittstellenfunktion tätig. Also wir haben zwei Teams, die diese ganzen Prozesse oder auch diese ganze Vorbereitung natürlich kreativ begleiten. Also das ist einmal das Choreografie-Team und das andere ist das Kostüm-Team. Und wenn wir so einen Wettbewerb haben, der ansteht, dann haben wir es uns jetzt eben auch zur Aufgabe gemacht, eben nicht nur die beiden Lieder zu singen und dann ein bisschen was dazu zu tanzen, sondern tatsächlich auch eine ganze Geschichte zu erzählen. Das hilft uns allen zum einen bei der schauspielerischen Darbietung, besser einfach in dieses Schauspielerische reinzukommen, ja, einzutauchen. Und natürlich ist es auch für das Publikum viel interessanter. Ja, klar. Und da hat tatsächlich so ein bisschen ein Paradigmenwechsel auch stattgefunden in der Barbershop-Szene. Also da war es eben früher so, das sieht man auch noch bei ganz vielen Chören, dass halt einfach zwei Lieder gesungen werden und für das Uptune, für das schnellere Stück, wird dann eine Choreografie getanzt, die meistens dann auch irgendwie ganz besonders schön ausschaut, aber irgendwie noch nicht so viel mit der Geschichte oder mit dem Lied zu tun hat, sondern die Bewegung um der Bewegung willen. Und da möchte einfach auch die amerikanische Gesellschaft, die Barbershop Harmony Society, ein bisschen einen anderen Weg beschreiben und geht eben mehr in Richtung schauspielerische Darbietung, Performance, um auch die Barbershop-Szene für das breitere Publikum auch interessant und spannend einfach zu machen. Ja. Und das ist etwas, was wir gelernt haben quasi in diesen Workshops, die wir auch immer wieder besuchen, Harmony College und so weiter. Und arbeiten da auch mit zwei Profis aus Kanada in dem Fall zusammen, dem Pat Brown und dem David McEachern. Das sind zwei Herren von dem kanadischen Chor Toronto Northern Lights. Und Pat Brown ist der Choreograf dort und David McEachern ist der Performance Guy, der ist auch Kampfrichter für die Kategorie Performance. Und die beiden geben uns gerne Feedback und geben uns einfach ein paar Anregungen. Ja. Schlussendlich machen wir alles selber am Ende, aber holen uns da immer wieder Anregungen, Feedback und sind da wahnsinnig dankbar, weil die wirklich sehr, sehr großzügig mit ihrem Input sind. Ja, das ist toll. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was du da für Voraussetzungen mitbringst. Und ich meine, auch für Choreografie hast du selber auch getanzt oder tanzt du? Also ich habe immer viel irgendwie getanzt. Ich habe mal an der Münchner Staatsoper angefangen mit Ballett. Hey. als ganz junges Mädchen. Habe dann irgendwie in meinem Heimatort Eching, das ist hier ein Vorort von München, dann noch weitergemacht. Habe lange Zeit in einer galizischen Volkstanztruppe gesungen und getanzt. Galizien, Nordwestspanien, nicht im Osten. Danke, ich bin das ist so ein bisschen wie der irische Tanz, also aha, so Formationstanz in Reihen. Ja, die Galizier nehmen die Arme noch mit nach oben. Ja. Kommst du dazu? Das ging über private Kontakte, genau. Okay. Und da sind wir aber auch hier mit bei dem Trachtenumzug vor der Wiesn immer mitgegangen, weil die Kostüme da sehr, sehr aufwendig gewesen sind. Und die Musik ist auch ein bisschen dem Irischen angelehnt. Also hat auch einen Dudelsack mit dabei. Ach, okay.
Genau, und das ist, da habe ich, war ich lange Zeit dabei, und dann habe ich auch immer bei irgendwelchen Arbeitgebern, wenn es eine Firmenfeier gab und da irgendjemand verabschiedet wurde oder so und dann so kleine Choreografien, Tanzeinlagen irgendwie gemacht wurden, das habe ich mir immer wahnsinnig gerne ausgedacht. Also das, und ich bin einfach auch ein riesengroßer Fan von so Tanzfilmen, von Grease, von Footloose, von allen möglichen Musicals. Von Fred Astaire, Gene Kelly, also die ganze Nummer rauf und runter und guck mir da gerne wahnsinnig viel ab. Ja. Und Wahnsinn. Ja, das ist so ein bisschen der Background. Ja, wo holst du dir denn deine Ideen her für solche, ich habe ja jetzt gesehen, ihr habt tolle Performance gehabt und ihr habt, ich komme ein bisschen da, schweife gerade ab, komme gleich wieder zurück, ja, das Ganze stand unter dem Titel Steampunk, oder? Genau. Mhm. Ja. Und wie kamst du da drauf? Ja, das war so ein lustiger Prozess. hat sich jetzt auch eine ganze Zeit lang hingezogen. Also es war wirklich so, dass wir mit diesem Wettbewerb jetzt auch neuere Pfade beschritten haben in unserer Vorbereitung vor einem Wettbewerb. Wir haben uns mit einem kleinen Konzeptteam drei ungefähr Ideen überlegt, was man denn so machen könnte mit den beiden Liedern. Mhm. Und dann war eine Idee, die von einer Mitsängerin Sarah Melko, irgendwie sich beim Bügeln ausgedacht hat. Da kam plötzlich die Idee, wir könnten doch Steampunk machen. Dann hat sie mir, ich war auf dem Weg ins Meeting, eine SMS geschrieben, denk mal über Steampunk nach. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was sie damit meint. Habe angefangen, das zu googeln. Und dann haben wir das als Konzeptidee sozusagen mit aufgenommen, haben diese drei Konzeptideen unserer musikalischen Leitung Monika präsentiert. Und spannenderweise hat sie sich genau für die entschieden, für diese ganz progressive und ganz spannende Stilrichtung im Endeffekt. Und dann haben wir uns einfach gedacht, Mensch, das könnten wir als Rahmen nehmen für diese... Ja. Wir haben ja im Endeffekt ein Queen-Set gemacht, das Medley aus zwei Liedern von Queen und dann eben noch Somebody to Love, auch von Queen. Mhm. Und Freddie Mercury hat ja auch in München gelebt, hat in Glockenbach lange Zeit gelebt und war ein riesengroßer Fan von der viktorianischen Zeit. Ja. Aha, das wusste ich gar nicht. Und die Steampunk-Kostüme sind angelehnt eben an die viktorianische Mode. Ja, hab ich gesehen, das war schon wirklich fantastischer Auftritt. Also, lieber Zuschauer oder Zuhörer vielmehr da draußen, du kannst dir den Auftritt von Harmonix, den Goldauftritt auf YouTube anschauen, dann wirst du sehen, was die alles bringen, was das alles Tolles da für die Augen auch gibt und natürlich fürs Gehör sowieso. Der Chor ist wirklich exzellent, super sauber, super schön, also sehr musikalisch, macht die Monika das ganz toll mit den Leuten. So, bin jetzt nicht alleine. Nein, ich weiß schon, aber gut, wirklich nein, die Teamwork, musikalische Vorgabe gibst du ja, ne? Ja. So, jetzt kommen wir wieder zu Uta. Mhm. okay, das war jetzt ganz lustig, wie das entstanden ist, diese Steampunk. Was habt ihr da auf der Bühne gehabt? Das war so eine Dampfmaschine, oder was? Die Love Machine. Das war die nächste Eingebung oder der Geistesblitz, der dann kam. Also nachdem Monika uns eröffnet hatte, sie möchte genau dieses Konzept haben, was wir als nicht wirklich wahrscheinlich erachtet hatten, uns dann riesig darüber gefreut haben, dass sie auch wirklich so mutig ist. Hat sie dann als nächstes gesagt, naja, und dann müssten wir eigentlich auch eine Love-Machine haben. Ja. Wir so, okay, dann ist das so. Und haben uns dann zusammengesetzt, also eine Mitsängerin, Ursula Kölle, hat dann mit einem Team zusammen, die Special Effects Profis sind, zusammengearbeitet, genau, und hat dann tatsächlich diese Maschine kreiert oder kreieren lassen. Da hatten wir immer noch keine Ahnung, was machen wir denn damit? Also wir hatten dann Steampunk und dann hatten wir, also wir hatten die zwei Lieder, dann hatten wir Steampunk, dann hatten wir die Laufmaschinen, aber dann war irgendwie immer noch nicht der rote Faden gefunden. Und da haben wir uns dann wirklich die Abende und nicht wirklich Nächte, aber spät in die Nacht hinein dann teilweise eben mit den beiden Kanadiern geskypt und haben den roten Faden gesucht und haben ihn dann tatsächlich auch gefunden. Ja, mit der roten Dame. Mit der roten Dame, mit der Liebe, genau. Die Liebe. Die Liebe, die wir am Anfang nicht sehen konnten und dann, nachdem wir uns selber gefunden haben, die Liebe in uns gefunden haben, dann konnten wir sie endlich sehen. Ja, toll, nee, ist ja so schön, war das. Ja,
Und wie, das würde mich jetzt auch interessieren. Also wir haben ja gehört, wie Monika für den Chor also musikalisch arbeitet und wie ihr auch in eurer Selbstverantwortung selber arbeitet, also selber lernen müsst. Wie macht denn ihr das mit den, also mit den gemischten Proben dann, wenn du anfängst, die Choreo zu machen? Wie, wird das zusammen gemacht oder wird das erstmal getrennt gemacht oder wie sieht das aus bei euch? Also schlussendlich fangen wir natürlich mit den Liedern an, weil es ist ein Gesangswettbewerb. Ja. Insofern, das ist natürlich das Wichtigste. Ja. Jetzt ist es dieses Jahr eben auch so gewesen, wir waren rasend spät dran mit der Choreografie, haben das am Ende dann noch implementiert, nachdem wir mittlerweile aber ja, nicht ganz so schlecht sind, haben wir das auch natürlich relativ schnell hinbekommen. Die Leute sind auch daran gewöhnt. Ne? Genau. Und nachdem wir eben auch mittlerweile eben dieses schauspielerisches Performen eigentlich in den Vordergrund stellen, sind unsere Choreografien nicht mehr so, dass hinter jedem Wort meinetwegen irgendeine Bewegung steht. Insofern ist es mehr die Geschichte, die verstanden werden muss und es ist mehr der emotionale Ausdruck, der noch mit reinkommt. Aber es ist meistens so, dass wenn das Lied erstmal steht und dann kommt die Choreografie mit dazu, dann geht die Musikalität erstmal wieder ein Stückchen flöten, ja, bis man beides miteinander verbindet und dann kann man quasi aus dem Vollen schöpfen. Ja, super. Ja, das fällt mir auch beim Barbershop-Singen sowieso auf, dass da viel Emotionen drin sind. Also, dass die Lieder nicht nur einfach so gesungen werden, sondern da steckt jeder mit seinem Herzblut drin und kommt auch viel Gefühl drüber und das finde ich toll, ja. Da hatten wir diesmal auch etwas Neues, womit wir gearbeitet haben, auch wieder die Inspiration aus Kanada. Aha. Wir haben für beide Lieder einen sogenannten Emotional Plan gehabt. Mhm. Also, ach so. Genau, also es ist wirklich aus dem schauspielerischen Genre heraus eine Technik benutzt, dass wir die Liedzeilen nicht einfach nur so singen und dann versuchen, das zu spielen, was wir da singen, sondern wir haben quasi den Liedzeilen Emotionen gegeben und haben teilweise im Kopf ganz andere Dinge gedacht, um diesen emotionalen Ausdruck zu intensivieren. Ja. Und das war wirklich auch nochmal, also ich denke, deswegen ist unsere Performance-Bewertung auch wirklich so durch die Decke geschossen, weil toll. Das natürlich eine ganz, ganz große Intensität in der Performance gebracht hat. Ja, das hat mir damals auch ein Regisseur immer gesagt, immer Hintergedanken haben, immer dahinter was denken. Genau. Es gibt, gibt so ein Musical, wo sich zwei streiten und dann geht es darum, dass der eine dem anderen sagt, ich habe dir doch das Hühnchen gemacht. Und dann sagt der andere, ja, aber das ist der Gedanke hinter dem Hühnchen. Und so ungefähr ist es da auch. Ja, genau. Das habe ich auch gelernt. Und das bringt so viel, weil du bringst viel, viel mehr Emotionen, wenn du noch einen Subtext dahinter hast. Genau, also gerade wenn es zum Beispiel so Wiederholungen gibt, bei Find Me Somebody to Love ist das Ende so, da wiederholt sich eben das Find Me Somebody to Love, Find Me Somebody to Love, die ganze Zeit, bis dann die anderen Stimmen mit dazukommen. Und da ist es einfach wichtig, also da ist man sonst als Sängerin auch ganz alleine damit, ja, was soll ich denn da jetzt alles denken? Und dann denkt sich jede vielleicht was anderes aus. Und wichtig ist natürlich, dass alle genau das Gleiche denken. Ja. Insofern ist dieser Emotional Plan ganz wichtig gewesen, um das wirklich zu vereinen, was natürlich dann die Energie viel, viel größer macht und viel stärker macht. Tolle Idee, super. Was rauskommt, ist die Glaubwürdigkeit von den Liedern. Ja. Nicht einfach, dass man, es ist alles auf Englisch gesungen und da wir sind in Deutschland, das ist eine Fremdsprache und es ist ganz schwierig, diese Glaubwürdigkeit, dass man zeigt, dass ich verstehe, was ich singe. Mhm. Und ja, vielleicht haben wir einen kleinen Vorteil, weil ich Amerikanerin bin, aber die Leute, die lernen das und die haben diesen Mut, das auszuprobieren. Das ist wichtig. Also in Deutschland einfach zu sagen, ich singe ohne Noten und ich singe mit Gesichtsausdruck und mit Emotionen. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Aber man sieht ja auch, ihr habt ja auch jetzt wieder die Goldene geholt, also dass das Konzept aufgeht. Mhm. Was ich noch dazu sagen möchte, jetzt sitze ich natürlich hier, aber ich bin natürlich auch Teil von zwei Teams, also wir haben quasi zwei Teams, à drei Personen, Choreografie-Team und Kostüm-Team und auch Konzept-Team waren mehrere Personen, also das mache ich nicht alles alleine, das könnte ich auch gar nicht, Gottes Willen, das wäre viel zu viel. Genau, und da nochmal einen ganz großen Applaus auch an meine Kolleginnen, weil wir sind da wirklich, also Teamarbeit wird bei uns ganz groß geschrieben und jeder hat so seine
Themenbereiche, für die er dann zuständig ist. Und schlussendlich, am Ende war es auch so, dass gerade bei den Kostümen, beim Bühnenbild, wir hatten ja noch ein wundervolles Bühnenbild, dass einfach alle zusammengeholfen haben. Also wir haben Bastelteams gehabt für die Kostüme. Das war am Ende ein Wahnsinnsaufwand, der sich gelohnt hat, gar keine Frage. Aber das war auch wirklich ein riesengroßer Team-Effort. Ja, glaube ich. Werden denn diese Songs dann wieder aufgeführt irgendwann oder sind die dann ad acta gelegt? Wir haben so lang gearbeitet. Wir haben gesagt, schmeiß die Kostüme nicht weg. Also natürlich bleibt die musikalische. Wir können die auch ohne Bühnenbild und 100% in diese Kostüme können wir die trotzdem ausführen. Mhm. Und wir haben das schon gemacht. Wir haben die Lieder in Bournemouth gesungen in Oktober. Und damals hatten wir nicht das Bühnenbild und Kostüme. Und ist so ein anderes Gefühl, wenn man da in Kostüm ist. Du hast nicht so viktorianisch, hast du gesagt, aber Steampunk, genau was das ist, hast du, Uta, nicht so... Habe ich nicht zu Ende geführt, gell? Ja. Genau. Also, dann sage ich nochmal ganz kurz, genau. Also Steampunk ist im Endeffekt so ein, wie soll ich das sagen, Cosplay nennt man das, also Rollenspiel, wo sich Menschen einfach zu irgendwelchen Veranstaltungen treffen und dann alle in diesem Kostüm aufzutreten. Also gibt es zum Beispiel im Englischen Garten, gibt es immer wieder in irgendwelchen Städten andere Veranstaltungen. Und Steampunk selber ist eine Verbindung eben aus den viktorianischen Kostümen oder viktorianischer Mode, verbunden mit Elementen aus der Industrialisierung. Also sprich, das war ja auch ungefähr von der Zeit ähnlich. Also wenn man jetzt an Filme wie Jules Verne denkt, ja, also wie heißen die, 20.000 Meilen unter dem Meer? Ja, genau. Da sieht man so ein bisschen, also diese technischen Elemente, die dann teilweise in die Kostüme mit eingearbeitet werden oder wo man dann so ein Stück weit so das Mechanische am Menschen dann einfach darstellt über Armschienen, Beinschienen etc. pp. Das ist so die Verbindung quasi, diese viktorianischen Kostüme in Verbindung mit diesen technischen Accessoires. Ja, toll. Also viel Arbeit, viel Gedankenarbeit, aber auch dann viel handwerkliche Arbeit und natürlich die Stimmbänderchen müssen tun. Ne? Nun komme ich zu der dritten hier im Bunde, die Renate Elgner. Renate Elgner hat vor Jahren bei mir angefangen mit Gesangsunterricht und ich freue mich sehr, dass sie hier nun sitzt. Sie wollte dann unbedingt später in einen Chor und hat dann rumrecherchiert, kam sie jedes Mal in die Stunde und hat gesagt, jetzt habe ich wieder einen gefunden und dann vielleicht auch der, aber nein, jetzt habe ich einen gefunden, da gehe ich jetzt hin. Da warst du dir so sicher und das war jetzt die Harmunix. Und dann hat sie, ich weiß, dass wir haben gearbeitet vorher, man weiß ja auch nicht, was da verlangt wird am Anfang noch, ne? Und da war sie so total nervös und kam dann freudestrahlend wieder. Stell dir vor, die haben mich genommen. Ja, das war Renate damals. Sie ist Marketingfachfrau und daher recherchiert sie auch so gerne. Was war denn eigentlich dann ausschlaggebend? Nicht, dass du genommen, du hast dich wahnsinnig gefreut darüber, aber du bist ja bis heute da. Jetzt sind, wie lange bist du jetzt da? 3 Jahre? 3 Jahre. Ja, was hält dich bei den Harmunix? Ja, also bevor ich sagen kann, was mich hält, muss ich, glaube ich, schon noch was dazu erzählen, wie es dazu kam. Die Beatrice hat es jetzt schon ganz ausführlich dargestellt. Aber ich muss wirklich sagen, in Anknüpfung an das, was die Uta auch erzählt hat, ich habe mir einen Chor gesucht, nachdem ich einige Jahre Gesangsunterricht genommen habe und wollte wieder in einem Chor singen. Und in München gibt es so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Chöre und ich habe viel im Internet recherchiert und bei den Harmunix bin ich tatsächlich hängen geblieben. Im wahrsten Sinne des Wortes wurde ich gefesselt. Ich habe die Harmunix gefunden, kurz nachdem sie ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert haben, im Frühjahr 2015, und bin im Internet auf YouTube auf Ausschnitte dieses Jubiläumskonzerts gestoßen und ich muss gestehen, ich war begeistert. Und dann wusste ich, das ist der Chor, dort will ich mitsingen. Und das war, glaube ich, dann die Stunde, wo ich Beatrice erzählt habe, jetzt weiß ich es, wo ich hin will. Ich gestehe, dass ich einen heiden Respekt hatte, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich will dort singen, aber so wie die singen, ob ich das kann? Ja, und dann habe ich irgendwann den Mut gefasst, um
mal mich bei den Harmonix vorzustellen, um mir mal anzuschauen, wie laufen da die Proben ab, wie singen die, und habe dann entschieden, okay, ich möchte auch vorsingen dort. Und das war dann die Phase, wo ich sehr nervös war, mit Beatrice auch ein Stück einstudiert habe, was im Vorsingen sozusagen dann mein Aufnahmestück war. Und ja, es hat geklappt. Ich bin sehr, sehr stolz, in diesem Chor zu singen. Und was mich in diesem Chor hält, ist tatsächlich die Abwechslung der Musikstücke. Barbershop war für mich auch ein Musikgenre, was ich vorher nicht gekannt hatte. Ich habe den Chor für mich entdeckt, ohne zu wissen, was ist Barbershop. Das musste ich auch alles lernen. Und was einfach schön ist, die Wettbewerbe alle 2 Jahre, die geben so viel Inspiration und machen auch unglaublich viel Spaß. Dieses Gesamtensemble, das da dann entsteht, was die Monika schon gut beschrieben hat mit der gesanglichen Leistung, die wir da erbringen, aber eben auch, was Ute erzählt hat über die Konzeptidee, das Kreative, die Kostüme. Und es ist wirklich eine Gesamtshow, die wir abliefern, wenn wir singen. Ja. Und das macht so Spaß, ja, dass es mich bei den Harmonix hält und dass ich mich total freue, dort singen zu dürfen. Das ist sehr schön, freut mich auch. Ihr habt ja, was ich immer wieder so auch bei dir durchhöre, ihr habt immer aber guten Kontakt zu den anderen Barbershop-Chören, ist das richtig? Das ist richtig. Ihr seid wie so eine Familie, ne? Wenn man euch sieht, ihr seid, hängt immer, die Chöre untereinander hängen immer zusammen. Und was gibt es denn in München allein für Barbershop-Chöre, kannst du uns das sagen, Renate? Also in München gibt es mittlerweile tatsächlich 3 Barbershop-Chöre. Es gibt die Harmonix als der erste in München gegründete Barbershop-Chor 1995. Und dann gibt es das männliche Pendant zu uns, das ist Herrenbesuch. Das ist ein Männergesangsverein, die sich dem Barbershop verschworen haben. Und dann gibt es tatsächlich seit 2015, glaube ich, noch gar nicht so lange, einen gemischten Barbershop-Chor. Das ist der Munich Show Chorus mit vielen jungen Leuten drin, aber auch aller Altersklassen mit Sängern. Der ist in den wenigen Jahren seit seiner Gründung sehr schnell gewachsen und hat wirklich Großartiges geleistet, weil er sich im ersten Wettbewerb 2016 von 0 auf den 5. Platz gesungen hat und im zweiten Wettbewerb, an dem sie teilgenommen haben, 2018 jetzt die Silbermedaille geholt hat, den 2. Platz in der Deutschen Meisterschaft gewonnen hat und tatsächlich in der ausgetragenen Weltmeisterschaft den 1. Platz belegt hat. Nicht schlecht. Also wir schauen da mit großer Aufmerksamkeit drauf. Aufpassen. Wir freuen uns, aber man muss sagen, die sind nicht eine reine Barbershop-Chor. Ah, stimmt. Okay. Also die machen viel Popmusik und weil das ist, was populär ist heutzutage. Ja. Also die Wise Guys, die gibt es nicht mehr, so eine berühmte Gruppe. Ja. Aber was der Alex Kulesse, der Chorleiter, jetzt teilt er das mit jemand anders. Der ist so talentiert und ist so begeistert und will einfach da, was der beim Barbershop gelernt hat, das weitergeben und auch dann die... Also er kam vom Barbershop. Genau. Ja, und ja, hat jetzt diesen Munich Show Chorus gegründet und das ist eine Mischung, also nicht nur Barbershop, sondern auch Pop. Genau, Rock. Die machen... viel andere und nicht nur vierstimmig. Ja, okay. Und das ist auch öfters bei anderen Barbershop-Chöre, dass die dann so ein bisschen mehr zu den Repertoire, nicht reine Wettbewerbslieder singt. Weil das ist dafür das Publikum auch interessant. Ja, klar. Aber ich denke, das Wichtigste dieser 3 Münchner Chöre ist, dass in München überhaupt diese Genre auch so gut besetzt ist, dass sich diese Chöre auch gegründet haben, dass es diese begeisterten Sänger gibt, die dort singen. Und die Beatrice sagte ja, es ist so die Barbershop-Familie. Es ist jetzt noch kein so bekanntes Musikgenre, dass es so viel Öffentlichkeitswirksamkeit hat und auch so bekannt ist. Aber was einfach schön ist, ist, alle Chöre untereinander fühlen sich wirklich zugehörig zu dieser Barbershop-Familie. Und wenn man sich an Wettbewerben dann auch trifft und auch gemeinsam da ist, dann singt man auch untereinander, man mischt sich, man singt mal im spontan Quartett oder man singt Text zusammen. Aha. Und jeder ist immer neugierig, was der andere noch so mit an Repertoire mitgebracht hat und dann in den Afterglows nach den Shows auch noch Songs zum Besten gibt.
Und das ist auch das, was diese Menschen, die in den Barbershop-Chören singen, auch so verbindet. Und es macht auch so eine Besonderheit aus und gibt eben ja wirklich auch sehr, sehr viel Bereicherung und Spaß an der Art von Gesang. Und auch eine gute Verbindung dahingehend, dass wir uns wirklich auch gegenseitig quasi im Wettbewerb anfeuern. Ja, also dass wirklich die Leute, also die anderen Chöre, wenn es der Zeitplan sozusagen des Wettbewerbs zulässt, dann guckt man immer, was macht der andere Münchner Chor oder was machen die anderen Münchner Chöre und jubelt denen zu. Das ist wirklich, also, da gibt's aber nicht nur die Münchner. Wir jubeln jedem zu, das ist ja schon klar. Genau. Aber natürlich gucken wir auf uns als Münchner Familie natürlich auch nochmal ganz besonders. Ja. Du hast es gerade angesprochen, das Afterglow-Singen, das höre ich ja immer wieder. Was versteht man jetzt darunter genau? So, man kann das so beschreiben als Nachglühen. Das ist, wir wollen nie aufhören zu singen und einander zu treffen. Aha. Und wenn ein Konzert vorbei ist oder Wettbewerb, dann ist immer ein Party danach. Das ist so toll. Also man kann essen, trinken und singen und singen und singen, bis es dann bis die Sonne wieder hochkommt. Es ist wirklich so. Ja. Ist toll, ja, ist schön. Das macht auch Spaß, glaube ich, ja. Das ist einfach so erfüllend, ne? Ja, genau. Ja. Jetzt habe ich noch eine fachliche Frage, ganz kurz. Wir haben schon das Bing angesprochen. Was bedeutet dieser Begriff? Das ist eine Vereinigung, hat nichts mit der Suchmaschine zu tun, sondern was ist Bing? Das ist eine Abkürzung, sagt man Akronym, für Barbershop in Germany. Ah, okay. B-I-N-G. Ah, ja. Aufrufezeichen. Das ist unser Dachverband hier. Unser Dachverband für alle Barbershop-Chöre und Quartette hier in Deutschland. Das ist jetzt quasi also der Vorreiter, was das gemischte Singen angeht. Und auch das gemischte Singen insofern, dass der einzige Verband war, ganz lange, wo Männerchöre gegen Frauenchöre im Wettbewerb angetreten sind. Aha. Und jetzt eben als Neuestes, Monika hat es vorhin schon erzählt, eben auch die gemischten Chöre. Und was auch eine große Besonderheit ist, dass wir von den anderen Vereinigungen aus den USA dahingehend auch unterstützt werden, gerade das gemischte Singen im Quartett oder im Wettbewerb. Und wir hier in Deutschland die Weltmeisterschaft im gemischten Quartett singen seit 3 Jahren, glaube ich, austragen oder seit 3 Conventions austragen. Also drei Conventions, genau, jede 2 Jahre. Seit 3 Wettbewerben austragen und jetzt eben dieses Jahr ganz, ganz neu eben auch die Weltmeisterschaft für die gemischten Chöre, wo dann der Munich Show Chorus tatsächlich der Weltmeister geworden ist. Das gibt es nur bei uns im Verband, weil wir eben ein gemischter Verband sind. Und was macht der Verband überhaupt? Also der stellt die Regularien auf oder wie soll ich sagen, und setzt auch die Wettbewerbe die Verwaltung an? Von ganzen Gruppen, die Mitglieder und... Und die Ausrichtung der Wettbewerbe. Mhm. Also der Verband ist im Grunde die Organisation für die Wettbewerbe. Mhm. Genau, und die Regularien richten sich bei uns jetzt, das ist eine Besonderheit jetzt in dem Fall für uns, auch für uns Frauen, richten sich nach der Männervereinigung in den USA, also nach der Barbershop Harmony Society, deren Regelwerk sozusagen ist für uns bindend. Mhm, genau. Ja, dann haben wir das geklärt. Einen Begriff hätte ich noch gern geklärt, weil der kommt auch eigentlich immer nur vor im Social Network. Tag. Was ist ein Tag? Ein Tag. Also eine Raute und ein Begriff dahinter. Also ein Tag ist das Ende eines Liedes, die Coda im Endeffekt, wenn man die klassische Bezeichnung wählen möchte. Und das hat sich als eigene Kunstform sozusagen herauskristallisiert und erhoben. Tatsächlich ist es so, dass es da eine Gender-Besonderheit gibt, das wird meistens eigentlich von den Männern gesungen. Also es werden sich im Afterglow dann immer wieder kleine Grüppchen, die zusammen Tags singen. Und also ich würde mal sagen, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu 80-90% würde man da nur Männer sehen. Frauen, glaube ich, das ist meine eigene Meinung, singen eher gerne das ganze Lied und haben Spaß am ganzen Lied. Die Männer haben gerne den Schluss, weil natürlich da sich ganz besondere Harmonien ergeben und dann auch wieder auflösen. Also da reibt sich's dann mal climaxt dann sozusagen in dem Schlussakkord. Und das ist ein ganz besonderer hoher Punkt von einem Lied. Ja. Und normalerweise steht eine Person da und sagt, singen wir dieser Tag von dem Lied, bla bla bla.
Und dann ist diese Person, diese eine Person dafür zuständig, die andere, ihre Stimme, ihre Linie, das ist so 4 Takte, höchstens 5, 6 Takte, ja. Was die dann singen. Manchmal dauert es eine halbe Stunde, bis die das dann hinbekommen. Das vielleicht deswegen, haben. Die Frauen haben keine Geduld, dass die das dann nochmal und nochmal ausprobieren. Aber ja, was dann, ja. was resultiert, ist wirklich schön. Und viele können auch diese Harmonien lernen. Weil da, du musst genau intonieren und genau. wissen, warum. Beste Schulung fürs Gehör. Genau. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, jetzt Leute, die Barbershop noch nicht singen oder einfach vielleicht auch sagen, nö, ich kann zwar ein bisschen singen, aber das ist mir jetzt zu viel, da so ein Stückchen heranzuführen. Und wenn man dann eben jemanden hat, der das ganz toll unterrichten kann, also alle 4 Stimmen gut im Kopf hat und dann sagt, und jetzt singst du mal das und du mal das und du mal das. Und die Leute dann da sich drauf einlassen und drauf einsteigen, kann man im Endeffekt dieses Genre oder diese Freude an der Musik teilen mit Leuten, die eigentlich von sich aus jetzt sagen würden, das kann ich ja gar nicht, und ihnen beweisen, dass sie das sehr wohl können. Ja, also das ist eine Möglichkeit, auch den Mut haben, miteinander zu singen, auch wenn man jetzt noch gar nicht vielleicht die ganzen Lieder kann. Ja, genau. Na, super, das ist doch schön. Jetzt kommen wir langsam zum Ende und mit unserem schönen Gespräch in den Signierräumen von Bettina Erbe an der Leopoldstraße. Sind wirklich sehr anregend mit dem ganzen Interieur. Jetzt gibt es noch was für dich da draußen. Ein Gewinnspiel. Du kannst mitmachen. Was gewinnst du bei dem Gewinnspiel? Also für die Ausländer ist es wahrscheinlich nicht so ganz prickelnd, aber für hier, die in Deutschland oder München vor allen Dingen wohnen, ist es ein Gewinnspiel, bei dem ihr auf jeden Fall mitmachen sollt. Auch Österreich ist ja nicht so weit weg. Die Harmunix verlosen 2 Eintrittskarten für das Sommerkonzert am 7. Juli 2018. Um 19.30 Uhr in der alten Remise Schloss Fußberg in Gauting. Und deine Gewinnfrage ist, wofür benötigt man eine Pitchpipe? So, das ist der letzte Begriff. Jetzt kannst du dich daran teilnehmen. Die Auslosung wird über E-Mail gemacht, und zwar schickst du eine E-Mail mit der richtigen Lösung, also nur natürlich richtige Lösungen nehmen am Gewinn, an der Auslosung teil, die schickst du bitte an marketing@harmunix.de. Die Adresse wird natürlich in den Shownotes alles geschrieben, auch den YouTube-Link von den Videos und so, und die ganze Seite auch von Harmunix bekommst du in den Shownotes zu sehen. Und ich buchstabiere dir nochmal die E-Mail. Also Marketing ist, glaube ich, klar. Heinrich Anton Richard Martha Ulrich Nordpol Ida Cäsar Heinrich Siegfried.de. Jetzt. Du kannst es nachlesen. Und ich bedanke mich hier in dieser schönen Runde ganz, ganz herzlich bei Monika Knox, bei Uta Siebert und bei Renate Elgner. Sehr gerne. Und besucht doch mal ein Barbershop-Konzert. Kommt mal hin, macht mit, hört euch das an und spürt die Stimmung, die dort euer Herz aufsucht. So, also bis zur nächsten Episode wünsche ich euch alles Gute. Bleib musikalisch und bleib einfach, bleib fröhlich. Deine Beatrice. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ein kleiner Nachtrag noch zum Gewinnspiel. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2018, wie schon auch bei der letzten Episode gesagt oder geschrieben. Also bis 30. Juni ist Einsendeschluss und ich drücke euch die Daumen, dass ihr 2 Karten gewinnt für das schöne Konzert. Und dann möchte ich nochmal hinweisen auf meinen Workshop am 23. Juli 2018 im Signierraum in München. Ich bespreche dort einen ganzen Tag mit den Teilnehmern, wie man die Stimme stärker machen kann, denn mit starker Stimme hat man mehr Erfolg im Leben. Also, wer sich dafür interessiert, schaut sich bitte auch auf meiner Webseite Stimme, Klang, Haltung unter dem Menüpunkt Workshop um. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von meinen Podcast-Zuhörerinnen oder Zuhörern dabei ist. Ich komme raus aus der Kabine und du fragst die Azubine.
Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Du darfst gespannt sein auf die nächsten Episoden rund um die Themen Stimme und Erfolg. Es gibt interessante Gäste und Tipps, um deine Stimme ausdrucksstärker zu machen. Hast du einen speziellen Wunsch für eine Podcast-Sendung? Dann schreib mir unter beatrice@stimme-für-erfolg.de. Für mit Umlaut UE. Und natürlich freue ich mich über Feedback auf iTunes oder auf meiner Podcast-Seite. Also, bis dahin, bleib gesund und stimmstark. Deine Beatrice.